Ding dong. Ja. Grrr, piep. Hör mal, ein Eindringling, der durch pures Glück gegen eine der anderen Banden gewonnen hat und es jetzt mit uns aufnehmen will. Zeigen wir ihr, dass Team Star wirklich drauf hat, machen wir sie fertig. Hergehört, Eindringling. Du musst es schaffen, innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen, sonst rührt unser Boss nicht mal die kleinen Finger. Okay. Oh, hab ich verloren. Machen wir schon. Guten Tag. Hat das mit 2, das passt schon. Hier habt ihr noch ein paar Pokémon für mich. Dankeschön. Hier ja regelt. Das war's. Der hat doch bestimmt Bock, nochmal meine Pokémon zu heilen, oder? Guten Tag. Ich habe ja noch Zeit. Ja. Ja, bitte. Das ist voll cool. Okay. Ja. Ups. Fertig. Unser Schutzwall ist durchbrochen. Jetzt muss unser Boss auf den Plan treten. Muss ich schon wieder ein Auto kaputt machen? Tatsache. Hier ist der Boss von Team Stars Feuermitgliedern. Du bist also diese Pfeife, die sich unbedingt mit uns anlegen will. Ich habe keinen blassen Schimmer, was deine Gründe dafür sind, aber ganz ehrlich, es interessiert mich auch einen Dreck. Du willst einen Kampf, also kriegst du einen Kampf. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Hier werde ich zeigen, was mit Leuten passiert, die sich mit uns anlegen. Okay. Ich bin gespannt. Ich werde dein Feuer ausstampfen. Ich habe ein Pflanzen-Pokémon. Was für ein Feuer. Gibt's auch ein Autodex? Wer weiß. Wäre zumindest eine Idee. Okay.
der nächste Angriff wird deine Siegesträume zu Asche verkohlen lassen. Oh, muss bewegen. Das war für all die Rüpel, die von dir gedemütigt wurden. Okay. Mein Ofen kann auch Zeug zu Asche verkohlen lassen. Tja, meine auch. Was machst du so ran? Knatterdox. Knatterda. Kam mein Feuer brennt immer noch nicht, hallo. Ihr Starmobil. Lachen wir hier ein Hieber bin. Okay. Ui. Dragoons. Was? Na, Bodychecks verdient. Interesting. Oh. Probieren wir es mal. Okay, Ran, okay. Warum tust du sowas? Au. Warum hat das Vieh auf einmal so viel Schaden gemacht? Okay. Voll gemein. Ha, Mama. Bye. Oh. Oh no. Hättest du nicht überleben können? Menno. Ha!
nächste Jugend ein. Einfach weiter drauf da. Hab's fast, hab's fast. Aua. Ja. Tada. Autopod. Ich habe echt versagt. Das war's dann wohl. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Uff, fast hätte ich versagt. Das war echt eine knappe Kiste, aber ich habe es rechtzeitig geschafft. Willkommen zurück, ihr Sita. Ich habe dafür gesorgt, dass sich einige der Knabbern entwickelt haben. Damit dürfte der Energiemangel behoben sein und das Starmobil kann endlich losbrettern. Es ist vollbracht, nobler Otis. Aha, hinter deiner großen Klappe steckt also doch nicht nur leere Worte. Ach, halt den Rand, ist das deine Art, Danke zu sagen? Niemand braucht deine überflüssigen Kommentare, du Nervensäge. Wow, Irsa, das sagt genau die Richtige. Mit deinem losen Mundwerk und schlechten Benehmen hast du dich auch nicht gerade beliebt gemacht, oder? Da liegst du falsch, Otis. Die Mädchen an der Akademie haben Irsa um ihre Schönheit beneidet und sie dafür schikaniert. Irsa ist mit Absicht so schroff und nimmt kein Blatt vor den Mund, um dem entgegenzuwirken. Aber das führte wohl dazu, dass sie negativ auffiel. Genug jetzt, Ryoba. Könntest du bitte aufhören, meine Lebensgeschichte herumzuposaunen? Jetzt chill mal, Leute. Es gibt Wichtigeres zu tun, als uns hier zu zopfen. Bald ist es soweit. Stimmt, Operation Star. Endlich. Sag, gibt es Kunde von unserem ehrwürdigen Big Boss? Ja, Big Boss hat all die Tyrannen dazu aufgerufen, sich auf dem Sportplatz zu versammeln. Unsere Zeit ist endlich gekommen. Ich bin so dermaßen aufgeregt. Ich brenne richtig darauf. Ich warte so sehr auf diesen Kampf, doch jetzt ist meine Flamme erloschen. Das ist wohl das Ende. Dein Felori hat sich echt reingehängt. Respekt. Was? Du hast mich geschlagen. Hier, mein Teamorden. Und sei gefälligst stolz. Ja, ich bin so stolz. Aua. Oh, diese TM kannst du meinetwegen auch haben. Du erhältst Nitroladung. Juhu. Aber lass mich eines klarstellen. Ich gebe diesen Orden nicht dir, sondern Felori. Okay. Und jetzt verschwinde. Du hast schließlich erreicht, wofür du hergekommen bist. Hey, du bist Irsa von Team Star, oder? Ich habe hier ein Pokémon, das dich gerne sehen würde. Wer bist du denn? Oh. Ein Knabon? Nein, du bist... Baba! Knalos? Aber was machst du denn hier? Dieses Kerlchen scheint hier zu sein, weil es nach dir gesucht hat. Oh, Knalos. Es scheint dich sehr gern zu haben. Als ich noch zur Akademie ging, habe ich jeden Tag mit ihm gespielt. Wenn ich das Flackern seiner Flamme sehe, weiß ich irgendwie genau, was es denkt. Ich frage mich, was in Knalos vorging, als es sich auf den Weg hierher gemacht hat. Bobon. Baba! Knalos. Mir scheint es wohl Knalos, dass du zurückkommst. Pff, halt einfach den Mund. Stimmt es, dass Team Star in seinen Verstecken einen Angriff auf die Akademie plant? So ein Gerücht macht jetzt also die Runde? Dann wird er an der Akademie ja noch genauso viel Stuss verbreitet wie damals. Fantastisch. Und was war das vorhin für ein modifiziertes Auto, mit dem du rumgefahren bist? Das war das Starmobil. Wir haben es vor langer Zeit für einen großen Kampf gebaut. Aber richtig zum Einsatz kam es erst vorhin, im Kampf gegen euch.
zum ersten Mal. Ihr habt es noch nie zuvor verwendet? Und von was für einem großen Kampf sprichst du? Hast du schon mal von Operation Star gehört? Operation Star, nicht Operation Star Dust, ja? Nein, das ist mir kein Begriff. Ah, ihr wisst also nichts davon. Die Erinnerungen daran sind für uns von Team Star so kostbar wie ein Schatz. Breng. Naira. Irsa hat dir ihren Teamorden gegeben und damit ihren Bossstatus abgelegt, oder? Verstehe. Ohne ihren Boss ist die Schädierbande geliefert. Irsa. Tut mir leid, ich war mal wieder in Gedanken. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. Yeah. 6000 LP. Yeah, mehr TMs. Nutze diese neuen TMs, um deine Pokémon noch stärker zu machen. Außerdem wird dir jemand vom Versorgungstrupp noch einige Materialien vorbeibringen. Hallo, hier ist der Versorgungstrupp. Hä? Ah, was soll das? Hey, lass das! Hilf mir! Ich glaube, der ist sie richtig gut. Das pennt. Bäh, jetzt klebt überall Sabber an mir. Mal im Ernst, was ist das für ein Pokémon? Ein ganz besonderes Pokémon. Besonders merkwürdig, was? Versteh schon. Oder ist es etwa wirklich außergewöhnlich? Aber ja, bevor ich es doch noch vergesse, hier ist eine Belohnung. Dein Name ist Naira, oder? Sag mal, was hältst du als Teil des Kampftrupps der Operation Stardust eigentlich von Team Star? Also die Autos sind stark. Angeblich sind die Mitglieder von Team Star nicht von Grund auf schlecht. Viele von ihnen wurden früher gemobbt oder tun sich im sozialen Umgang mit anderen schwer. Irgendwann haben sie sich da zusammengetan und Team Star gegründet. Alleine waren sie gegen das Mobbing machtlos, doch gemeinsam wollten sie dagegen ankommen. Das weiß ich nur, weil ich ihre Konten in den sozialen Netzwerken gehackt habe. Was? Es gibt wohl auch einen geheimen Drahtzieher, der die fünf Bosse versammelt und mit ihnen das Team gegründet haben soll. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Mein Kehl ist schon ganz trocken. Also, es sind noch ein paar Verstecke übrig. Viel Erfolg. Evoli Rucksack. Power! Oh, Pokémon Center. Hi, du. Ringtanz. Nein. Oh, den kenne ich schon. Hallo, ich bin bei der Pokémon-Liga. Gegen neue Trainer gewonnen. Wenn du jetzt noch 5 Trainer hast, okay. Du da. Ja. Din, din, din. Die Energie ist das ja auch hier. Bitte wir uns mal wieder. Coolio. Oh. Oh, guck mal. Münze. Wir könnten noch mal in die Akademie und dann würde ich auswachen. Wie wär's?
Fliegen. Ja. Und dann gehe ich ins Bett. So. So, es gibt neuen Unterricht. Uff. Ein bisschen viel neuen Unterricht. Ja, ich möchte den Geologiekurs besuchen. Jetzt wie steht's, dann fangen wir doch ohne große Umschweife mit dem Unterricht an. Letztes Mal habe ich euch erklärt, wie wichtig Pokémon-Eier sind. Eier. Ach ja, was ich noch fragen wollte, benutzt ihr auch alle euren Pokédex schön fleißig? Klar. Keine Sorge, der Pokédex registriert auch Pokémon, die aus Eiern schlüpfen. Hä, wisst ihr, diese Pokédex-App habe nämlich ich entwickelt. Das war allerdings lange, bevor ich an der Akademie als Lehrer angefangen habe. Zu der Zeit war ich noch Wissenschaftler. Direktor Clavel war damals auch noch nicht der Direktor der Akademie, sondern hat gemeinsam mit mir geforscht. Wir haben uns Tag ein, Tag aus mit Pokémon beschäftigt. Das war eine spaßige Zeit. Auch wenn er ständig mit mir geschimpft hat. Ich schweife ab. Eigentlich sollte es doch um den Pokédex gehen. Also zurück zum Thema. In der heutigen Stunde bringe ich euch bei, wie man Pokémon fängt. Was? Wie ihr bereits wisst, muss man ein Pokémon zunächst schwächen, bevor man es fangen kann. Lüge. Aber kennt ihr auch noch eine andere Technik, durch die sich Pokémon im Kampf leichter fangen lässt? Eigene Überlegenheit deutlich machen. Du Spoiler Queen. Pokémon eine Beere geben. Doch, ich finde die Technik voll gut. Das gibt mir noch eine Technik, die man in einer anderen Region anwendet. Tja. Hier in Paldea gehen wir die Sache etwas anders an. Statusprobleme können eindeutig dazu beitragen, wenn ein Pokémon leichter zu fangen ist. Besonders wenn ein Pokémon schläft, steigt die Erfolgsrate beim Fangen drastisch. Wenn ihr Pokémon mit Attacken wie Schlafpuder oder Hypnose zum Einschlafen bringt, könnt ihr eure Pokédex also im Handumdrehen füllen. Abgesehen davon könnt ihr die Fangrate auch erhöhen, indem ihr je nach Pokémon den entsprechend geeigneten Pokéball einsetzt. Und zu guter Letzt könnt ihr natürlich mit Hilfe einer Mahlzeit eine Fangkraft erhalten und etwas Pokémon überraschen und von hinten in den Kampf verwickeln. Wenn ihr mit dem Fangen von Pokémon mal nicht so gut vorwärts kommt, kann es auch helfen, bei den Arenen vorbeizuschauen und euch ein paar Orden zu verdienen. Die machen das Fangen von Pokémon mit einem höheren Level nicht leichter. Wenn sich euer Pokédex füllt, kommt doch vorbei und zeigt mir euren Fortschritt. Damit wären wir am Ende dieser Lektion angekommen. Hat mir Spaß gemacht. Nächstes Mal steht eine Prüfung an, also bereitet euch gut vor. Nee, ich kenne noch nicht alles. Aber ja, ich weiß, dass es Prüfungen gibt.